Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Wir stehen hier wieder vor dem Radioturm und sind hoffentlich kurz davor, Team Rocket aus der Stadt und generell aus Johto und der ganzen Welt zu vertreiben. Wir haben das letzte Mal eine Schlüsselkarte von dem Intendanten gekriegt, der all seine Hoffnungen in ein 10-jähriges Kind legt. So, eine Schlüsselkarte, die das Tor im Radioturm öffnet. Wir haben auch ein bisschen gepimpte Pokémon mit dabei, Meganican Solarstrahl. Und Nidoking kann jetzt Blizzard. Ich bin auch ein bisschen am Hadern, wer Feuersturm lernen soll, aber das wird sich sicher jetzt bald auch klären. So. Yeah. Jetzt wundert er sich wahrscheinlich. Wieso steht die Tür offen? Was geht hier vor? Was hast du damit zu tun? Okay, wenigstens ein realistisches Gespräch. So, Rocketrüpel, was hast du zu bieten? Ein Radikal. Super. Und tschüss. Smogon, ich wechsle mal. Und tatsächlich haben wir jetzt alle hier auf Level 37. Ich wage es jetzt mal und gebe Girafarig in den Kampf. So, Smogon ist wenigstens zurückgeschreckt. Yes! Wow, Girafarig, sehr gut. Ich bin erledigt. Das stimmt, du bist erledigt. Was? Du bist an unseren Männern im Untergrund vorbeigekommen? Wie hast du das fertiggebracht? Warum erzähle ich dem das eigentlich? Das ist jetzt gerade die interessantere Frage. Oh, da steht jemand, der etwas anders aussieht als die meisten Team Rocket-Mitglieder. Halt! Ach, dich kenne ich doch aus dem Phlegmonbrunnen. Dort hast du unsere Pläne schon einmal vereitelt. Ich verstehe. Du legst es wohl darauf an, unseren Zorn zu provozieren. Nun gut, ganz wie du willst. Spüre die Rache eines Vorstandsmitglieds von Team Rocket. Oh, jetzt habe ich aber Angst, Lance. Du stehst doch auch nicht doof in der Gegend rum und zeigst mir deine Rückenansicht. Der hat ein Golbat mit dabei, auch entzückend. Sehr schön, jetzt bin ich erstmal verwirrt. Ja, ich nehme mal Girafarig nochmal. Das ist jetzt die Möglichkeit, das ein bisschen zu leveln. Ich glaube nämlich, das macht. Ei. Na gut, das ist der Levelunterschied, aber. Na toll. Vielleicht muss ich es auch ein bisschen in die Zucht geben. Oder einfach trainieren bis zum Umfallen. Gut. Megani. Möchtest du nicht deine neue Attacke ausprobieren? Und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, eventuell die Items von Ampharos und Megani zu tauschen. Weil dann kann ich direkt Solarstrahl einsetzen, ohne mich einmal aufladen zu müssen.
Na komm, Megani. Ah. Ja. Oh, das sieht bösartig aus. Hat aber nicht wirklich viel gebracht. Passt schon. Ich tausche nochmal zu Ampharos. So, das hat jetzt diese Maßnahme erfordert. Ein Smogmog. Wir bleiben jetzt einfach bei Ampharos. Ampharos hat jetzt Level 38 erreicht. Dass du mich derart in die Enge treibst, hätte ich nicht gedacht. Ja, rück dein Käppi wieder zurecht. So, ich glaube aber hier Ladungsstoß hätte sich auch aufladen müssen, wie die Attacke auch schon sagt. Deswegen können wir die Items auch eigentlich so lassen, wie sie sind. Verflixt und zugenäht. Tschüss. Sagt er denn Puh? Mich magst du besiegt haben, doch im Endeffekt ziehst du damit bloß den Zorn von Team Rocket auf dich. Da passiert doch eh nichts. Ein Hyperball, das ist doch wunderbar. Ich muss aber noch mal kurz mein Pokémon etwas heilen. Das ist aber auch in Ordnung. Ich habe ja ein paar Supertränke gekauft. Weiter geht's. Und da wartet direkt die Rotlocke auf uns. Ach, dich kenne ich doch aus unserer Basis in Mahagonia City. Damals hast du mich besiegt, aber nun wirst du es nicht so einfach haben. Denn diesmal bist du ganz auf dich allein gestellt. Kinder wie dich schaffe ich mit links. Ich rate dir, zieh dich warm an. Ja, Athena. Bla 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 bla. So, sie hat drei Pokémon, unter anderem Arbok. Ja. Hä? Ich bin von einem Giftblick paralysiert worden? Das macht keinen Sinn. Warum heißt es denn Giftblick? Weil er so giftig ist, dass ich erstarre? Na, Wunderbärchen. Yes, ich wechsle aber jetzt. Kramux.
Das ist ein Job für Ampharos eigentlich. Aber ich nehme mal Nidoking, damit die Level ungefähr gleich aufbleiben. Wir können ja mal Blizzard ausprobieren. Hihi. Ist auch das erste Mal, dass wir Krammux im Kampf sehen. Und ich habe es auch noch nicht in der Wildnis getroffen. Tschüss. Und sie hat noch ein Gifloor. Wir bleiben bei Nidoking. Hey, was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ah, Gifloor ist so süß. Aber mein Dufloor konnte ich bisher noch nicht entwickeln. Ja, das war klar. Ich hätte nochmal Blizzard machen sollen. Jetzt saugen die noch an mir rum. Das geht doch nicht. Ach, Nidoking, jetzt wach doch auf. Haha. Ja, und jetzt? Nidoking, du Schnarcher. Danke. Los, es ist Eiszeit. Nein, warum? Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich versinke im Boden. Gifloor, du gehst mir auf den Keks. Das gibt's doch nicht. Wieso bist du so stark? Weil ich das halt bin. Ach, Menno. Jetzt wach doch mal auf. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich irgendwie in Schlaf versetzt werde, dauert das 100 Jahre, bis ich aufwache. Und bei meinem Gegner, wenn ich den aber in Hypnose oder Schlaf versetzt habe, 3 Runden maximal, dann ist er wieder wach. Na komm, Nidoking, sonst reicht's mir jetzt langsam. Ich glaube, ich wechsle gleich. Das ist mir jetzt gerade zu lästig. Jetzt hätte ich den Feuersturm gebraucht. So, gerade noch so die Kurve gekriegt. Ah, es war ja nix. Das war nix. Wie kann das sein, dass Gifloor diese Attacke abgewehrt hat? Schon wieder. Ah. Ja, eigentlich wäre Ivitek besser gewesen. Ach Mensch, das zieht sich hier aber.
Das gibt's doch nicht. Also langsam kann ich nicht mehr. Das ist doch frustrierend gerade. Danke, Ampharos. Danke, danke. Ja, das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. So, endlich. Tschüss, Giflor. Nerv jemanden anderen mit deinem Schlafpuder. So, Athena. Ich beiß mir mein Kleid. Ich habe noch 100% gegeben. Wieso hat das nicht gereicht? Yes! Okay. Mars wieder on time. Hast du wieder was gekauft? Interessiert sich gar nicht für mich. Ja, ja, ja. Tschüss. Es tut einer Seele weh zu sehen, wie man so viel Talent hat und es nicht für Übeltaten einsetzt. Leute wie du werden niemals begreifen, was Team Rocket so großartig macht. So schade auch. Deine Stärke hat mir imponiert. Dies ist der Aufzug des Radioturms von Ducatia City. Nächster Halt, die Aussichtsplattform. Die gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Die Aussichtsplattform, bitteschön. So, ich muss gerade mal noch mal kurz meine Pokémon heilen. Kann nämlich sein, dass jetzt gleich noch mal kurz ein Kampf kommt. So, und ich würde tatsächlich auch einen Beleber einsetzen, um Nidoking aufzuwecken. Und da gebe ich auch noch mal einen Supertrank. Oh, sieht fancy aus. Wer ist das? Kann ich da durchgucken? Hallo? Sieh mal einer an. Du hast es endlich bis hierher geschafft. Offensichtlich hast du einiges an Talent als Trainer. Wir haben den Radiosender besetzt, um der ganzen Nation zu verkünden, dass wir wieder da sind. Wenn wir das tun, wird sicher auch Giovanni wieder von seiner Lehr- und Bannerreise zurückkehren. Oder auf seine Adieu-Ciao-Idiotenreise. Wir werden wieder zu unserem früheren Platz zurückfinden. Du kommst uns dabei nicht in die Quere. Atlas. Den haben wir jetzt zum ersten Mal. Ist auch ein Vorstand. Mit einem Hundustar. Es ist auch nicht so häufig bisher gewesen. Sehr schön. Super. Ja, Feuerzahn ist schon gefährlich.
Tschüss. Genau deswegen will ich die Kampfattacke ja auch behalten. Wehe, der macht schon wieder Finale. Yes. Ich brauche eine stabilere Eisattacke. Blizzard scheint da jetzt gerade nicht so fortschrittlich zu sein. Super. Jetzt geht es auch noch daneben. Ich stampf den einfach kaputt. Ah, fast. Komm, jetzt triff doch mal. Sehr schön. Ein Hundemon. Wir wechseln auf Ampharos. Ist vielleicht hartnäckig, aber du wirst es nicht aufhalten. Nicht solange Giovanni nicht von unserem Comeback erfahren hat. Der hat sicher erfahren, aber der ist halt einfach nicht gekommen. So, Hundemon. Auch ein neuer Anblick für uns. Ah, jetzt hat er auch noch Feuerzahn. Auch Level 38. Hä? Ich wollte gerade sagen, das könnte jetzt doof werden. So, Paralyse ist schon mal gut. Ja, geht so. Ja, das war doof. Ah, Megani ist doch direkt kaputt, oder? Sag mal, was ist denn das für eine Paralyse? Aber Hundemon ist wenigstens auch paralysiert. Das ist doch schon mal gut. Sehr gut, sehr gut. Ah, also das ist doch lächerlich. Never ever. Tschüss, Wundermann. So, Atlas. Nein. Vergib mir, großer Giovanni.
Ja. Ich kann es nicht glauben. Es ist vorbei. All meine Träume sind geplatzt. Ich war wohl doch nicht gut genug. In Ordnung. Hiermit löse ich Team Rocket auf, genau wie es einst Giovanni tat. Leb wohl. Das ging aber schnell. Ah, Mr. Intendant. Oh, hast du ihn etwa schon besiegt? Vielen Dank. Wirklich, vielen Dank. Mit deinen tapferen Taten hast du jedes einzelne Pokémon im Land gerettet. Na gut, jemand wie du ist würdig, dies zu besitzen. Bitte akzeptiere meine Gabe. Wow! Der hat uns den Silberflügel gegeben. Dieser Silberflügel wurde an der Spitze des Turms entdeckt, der hier früher stand und der später dann zu diesem Radiosender umfunktioniert wurde. Mit Hilfe des Silberflügels kannst du ins Innere der Strudelinseln vordringen. Diese Geschichte hat mir mal eine Bekannte aus Anemonia City erzählt. Gut, dann will ich mich langsam mal wieder in mein Büro zurückziehen. Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Meine Bekannte in Anemonia City sagte, wenn man mit dem Silberflügel ins Innere der Strudelinseln vordringt, sei das noch lange nicht genug, um das legendäre Pokémon zu sehen. Sie meinte, dafür benötigt man noch einen zusätzlichen Gegenstand. Hat sie mir eigentlich gesagt, welchen? Oder hat sie es mir doch nicht gesagt? Ah, jetzt werde ich langsam wieder senil. Ah, wie war das noch gleich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, keine Sorge, ich bin schon fertig. Diese Technik nennt man Antäuschen. Alles klar. Jetzt gehe ich aber wirklich mal zurück in mein Büro. Ach, irgendwie ist er da ganz niedlich, der Typ. Aber das heißt ja für uns, dass wir in Anemonia City auf jeden Fall nochmal die Frau anfragen müssen. Aber hier können wir leider auch nicht durchgucken. Das ist sehr traurig. So, dann gucken wir uns das gute Stück doch mal an. Silberflügel, eine silberne Feder, die von einem seltsamen silbernen Leuchten erfüllt ist. Ja, eine Lugia-Feder. Yes! Richtig, richtig gut. Richtig gut. So. Ich hoffe, jetzt ist wieder alles normal. Komischerweise ist natürlich Professor Eich nicht da während des Überfalls. Vielen Dank, mein kleiner Retter. Hier hast du eine Belohnung. TM11. Diese TM enthält die Attacke Sonnentag. Mit ihr kannst du temporär Attacken von Typ Feuer verstärken. Sehr schön, danke. Wir haben die Rufe von allen bekannten Pokémon auf Tonband. Es sind circa 200. Wir sind rund um die Uhr auf Sendung. Ich selbst bin auch 24 Stunden am Tag darum bemüht, unserem Publikum ein spannendes Programm darzubieten. Als ich bei den Ruinen ein Radio angeschaltet habe, kamen sehr seltsame Signale aus dem Lautsprecher. Du bist der Trainer, der mich gerettet hat, stimmt's? Hier, nimm, das ist ein Zeichen meines Dankes. Blendpuder erhalten.
Wenn du das einem Pokémon gibst, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner es mit seinen Angriffen trifft. Hörst du gerne Musik? Gut, der ist wohl nicht mit einer posttraumatischen Belastungsstörung belastet. So, hello. Ach, du bist es. Hallo, ich bin so fanat in Pokémon, dass ich einen Radiosender eröffnet habe, um diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen. Ich hoffe wirklich, dass mein Publikum Spaß an unserem Programm hat. Alle Teile des Senders können frei besichtigt werden. Unser Intendant ist wieder sein gutmütiges altes Selbst. Ich liebe mein Radio. Dieses Gerät gibt mir einfach alles, von aufhaltender Musik über Hinweise zu meinen Pokémon und aufregenden Nachrichten bis hin zu mitreißenden Geschichten. Würde es jetzt noch Bilder zu all dem anzeigen, wäre ich vollends glücklich. Doch dann wäre es ja ein Fernseher. Aktuell hast du 0 Punkte auf deiner blauen Karte. Vielen Dank, dass du immer treu meine Sendung verfolgst. Bleib der Passwortsendung auch weiter treu, ja? Gut, die haben schon wieder alles vergessen. Pulmeluff ist immer noch traumatisiert. Wenn man wilden Pokémon ein spezielles Schlaflied vorspielt, werden sie müde. Wenn man auf seinem Radio also laut Schlaflieder laufen lässt, trifft man selbst im hohen Gras kaum noch auf Pokémon. Und wozu noch den Schutz bitte anwenden? Ben ist der beste DJ von allen. Oh, diese sonore, sanfte Stimme. Er lässt mich förmlich dahinschmelzen. Ich stehe absolut auf Margit, die Co-Moderatorin beim Pokémon-Talk. Nun ja, zumindest glaube ich das. Bisher kenne ich ja bloß ihre Stimme. So, hier ist wieder alles beim Alten. Dieser hochmoderne Radiosender wurde aus einem alten, einsturzgefährdeten Turm gebaut, der hier einmal stand. Danke für die Info, Opa. So, ich bin sehr froh, dass wir Team Rocket verscheuchen konnten. Und ja, ich würde sagen, wir wechseln auf jeden Fall Girafarik mal an die erste Stelle. Und dann fliegen wir in Richtung Mahagonia City, um das nächste Mal von dort aus weiterzumachen. So. Da sind wir wieder in Mahagonia City. Wie gesagt, das nächste Mal geht es weiter durch Johto. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.